Irgendeine von den Mods konnte, ich weiß jetzt nicht welche, aber irgendeine konnte ich nicht reinmachen, weil das einfach gebuggt konnte hat. Man nicht früher ineinander also das nicht starten reingehen? Konnte. Was denn? Ja, konnte man nicht früher ineinander reingehen? Ja, und jetzt kannst du die Leute zur Seite schubsen, so ein bisschen. Seit 1.10, seit dem tollen PvP-Update, kannst du die Leute zur Gegend schubsen. Die Betonung liegt auf toll. Warum steht da manchmal Wildnis und manchmal Hater Nummer 1's Team? Hast du hier irgendwie einen Claim oder so? Ja. Unser Haus ist geclaimed. Oh nein, jetzt müssen wir Miete zahlen. Okay. So ein Mist. Ein Diamant pro Minecraft-Tag. Pro Minecraft-Tag, dann haben wir ganz schön Schulden jetzt. Ja, siehst du mal. Ach, Minecraft-Tag. Wow. Alle 10 Minuten. Ja, dann mach's mal ran ans Meinen. Alle 20 Minuten. Aber wir haben keine Diamanten. Tja. Da muss ich dich leider töten. Ist das ein Problem? Hey, Mister! Gib mir euer Ex! Gibt's hier Katana? Ja. Oh, ich brauche ein Katana. Und so eine Maske. Ja, und so ein Hut, diese witzigen, diese Reisflucker haben. Ja, diese Bambus Dinger. Ich glaube, das ist irgendwie so einfach Stroh oder so, ne? Ich weiß nicht. Oft, also Stroh oder so Reiszeug oder sowas. Reisig. Ich weiß nicht, aber ich habe halt mal gesehen so, das war glaube ich nur ein Hollywood-Film, weil da habe ich eigentlich so mein ganzes Wissen raus. Da waren die auf den Feldern und haben da Reis geerntet. Ich glaube, man sagt pflücken bei Reis, oder? Du Reispflücker, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben da Reis geerntet und die hatten halt diese witzigen Hüte auf, so. Ja, vor Schutz vor der Sonne. Mhm. Oh shit. Dass oh, man shit, trägt nur gut irgendeinen, ja. Ja, ich weiß es mal wieder besser und muss dir das unter die Nase reiben. Nicht. Ich weiß auch, dass man einen Hut als Schutz vor der Sonne trägt. Ich denke da aber nicht so drüber nach. Aber... Alter, ist das ein dicker Bulle. Wow! Alter! Der war gerade voll groß. Und der haut auch zurück. Oh! Der Johnny haut auch. Nämlich aggro manchmal, wenn du sie haust. Hm? In Real Life auch. Aggro, wenn du sie haust. In Real Life auch. Da musst du nicht mal hauen, die werden auch gerne mal so aggro. Ja, ja. Also alle Bullen. Also sowohl die... Die menschlichen auch. ...als auch die... Ja. Man muss sich einfach nur ein Beispiel an den Affen nehmen. Man sieht so einen Menschen, der hier diese Typen da, die sich oft an Bahnhöfen so aufhalten und keine vernünftige Sprache an den Tag legen, außer mindestens einmal Digger pro Satz. Ne? Meinst du Asoziale? Genau. Also doch Schaffner, okay. Schaffner, ja. Die sind immer besoffen. Können ich mit dich reden? Vielleicht sind die Mikros auch einfach scheiße, ich weiß es nicht. Ja, das sind wiederum die Zugriffe, die wir jetzt. Achso. Ich hab nicht so oft Konversation mit Schaffnern. Wie kann man das hier noch schöner machen? Wie kann man den Eingang irgendwie noch schöner machen hier? Schlaf, ich würde sagen, nicht so. In dem Sonne drauf fällt. Geh schlafen, du Bitch. Geh ja schon. Oh nein, da kommt ein Zombie durch unsere Tür, weil wir keine Tür haben. Der Zombie hat gerade Solidified Experience gedroppt. Ja, das ist echt nützlich. Ach, die kann man, damit kann man kann man sich also einspeichern oder man macht gleich damit Rechtsklick? Ich würde da einfach diese Dinger drüber machen, so wie hier auch. Ja? Diese Stone Brick Stairs, ja. Oh, das waren die falschen. Sollte ich mal weglegen. Ach, was? Leider fehlen mir gerade Steine. Was? Oh, Mann. Oh, ich bin... Oh. Ich habe aus Steinen Treppen gesägt. Ich guck nachher erstmal eine neue Serie.
Was schaust du denn? Die einzige, die noch übrig ist, weil ich sonst bei Sky alles abgegrast habe, Deadwood von HBO. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede HBO-Serie geil ist. Okay. Vielleicht liegt das einfach daran, dass in jeder HBO-Serie irgendwie Gewalt und Sex drin ist. Westworld, Game of Thrones und jetzt Deadwood. Die sind alle recht cool. So, einer und dann 1, 2, 3, 4. Aber Band of Brothers habe ich nie gesehen. Lohnt sich. Ich überlege gerade, da war doch glaube ich noch eine HBO-Serie, die ich gesehen habe. So, dann mache ich da jetzt mal das draus. Wow, Crafting-Rezepte frei. Ich weiß nicht, ob du das weißt, hey, da kommt die letzte Game of Thrones Staffel erst 2019. Ich weiß nicht, wann genau sie kommt, aber es hieß, es dauert eine Weile. Ja, eigentlich sollte die 2018 kommen. Und dann meinten die alle, das kann sich um einen Monat verschieben oder so, weil halt der... Kit Harington heiratet, aber ich weiß nicht, ob sich dadurch alles so krass verschiebt, nur weil die Crew einen Tag lang fliegen muss, irgendwie, keine Ahnung. Aber dann habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wo ich das gesehen habe. Da war irgendwie wie so ein Meme, nur halt irgendwie Info statt Meme. Also war so ein Bild von Emilia Clarke und da stand irgendwie, dass es 2019 kommt. Aber es wäre irgendwie doof, wenn ich so lange warten muss. Das wäre eigentlich so das Highlight des Jahres für mich, weil ich sonst nichts im Leben habe. Auf die Freunde. das funktioniert wirklich. So viel Geld habe ich nicht. Fahr mal den Multi an. Das glaubst du, warum ich ständig mit dem rumhänge? Der schlägt mich dafür. Und mich nicht. Dann müsste ja Foxy auch ziemlich viel hier sein. Ach, das ist die Außenseite, sagt das doch. Hast du gedacht, dass ich das Haus irgendwie so klein mache, dass es nur irgendwie bis hier geht? Ja. Hältst du mich für so blöd? Da hast du vielleicht recht, aber das tut ja nicht zur Sache. Also ich muss erst mal sagen, ne? Der Boden hier, der sieht verdammt geil aus. Ja, finde ich auch, ne? Aua. Ach, deswegen, dafür schlägst du mich, ja? Mit einem Schwert. Ja, okay, warte, ich geb dir einen Klaps auf den Arsch, komm her. Ich bin halt... Ich muss erstmal was essen jetzt, ich regeneriere schon die ganze Zeit nicht mehr. Ja, ein Captain. Ja, ein so, Captain. Meine Süße, ziehst du dich jetzt aus? Ess ich ihn dann mal. Cooked Pork Chop, not eaten recently, dann esse ich das mal. Ist mal ein schönes Steak. Blackberry, not eaten recently. Dann esse ich mal ein bisschen Blackberry. Hey, Barry. Boah, wie schnell der auch regeneriert, ey. Das ist krass, ne? Finde ich gut. Und das ist das auch, aber das ist ja nicht so wichtig. So. 1, 2, 3. So, Sportsfreund. Aber das ist mir einfach ein bisschen... Nee, ist eh egal, aber ich hätte es noch irgendwie so ein 3-Block oder so weiter hier gemacht, aber es ist eigentlich so. Ich dachte, dass wir hier ein bisschen Platz lassen, sonst so viel Vorgeplänkel. Dann kann man vielleicht hier noch so einen schönen Bootsanlegeplatz machen später. Ja. Und hier noch so ein bisschen so Gartenstuff machen, zum Beispiel so, da gibt's bestimmt richtig coole Sachen. Also da bin ich gespannt. Penisstatuen. Zum Beispiel, aber wenn du hier eine hinstellst, ne? Nicht mal einfach dann so 3 Blöcke übereinander. Hey Kleine, was für ein Lied hörst du da? Das neue Lied von Bibi. Pack deine Sachen. So. Pack deine Sachen. So wäre ich als Vater. So. Wenn meine Tochter Bibi hört, ne? Also, die kann ihre Sachen. Was ist denn da, Bibi? Du blöde Schlampe. Ich hol so einen Gürtel raus. Okay. Warum seid ihr so gemein zu Bibi? Bibi ist voll nett und toll und... Bibi ist voll nett, die verkauft Kindern Billiguhren für ganz viel Geld.
Und andere Sachen. Und toxische Duschschäume. Schäume? Was ist der Plural von Schaum? Ich glaube schon Schäume, oder? Das klingt so komisch. Schäume. Ja, irgendwie schon. Schäume. Aber klingt irgendwie richtig, finde ich. Ich meine, sie macht auch ein Lied, das, wo es drum geht, also das sich anhört wie ein Kinderlied, wo es aber drum geht, mit Typen, die man nicht kennt, und umzubringen und sowas, wenn man verlassen worden ist und sowas. Doggy Style. Ja. aber weißt du, da muss ich sagen, Katja, das ist jetzt unabhängig davon, wie man das Lied so vom rein technischen Faktor her findet. Ja? Das Lied passt einfach in allem zu ihr. Ja? Was Bibi da fabriziert hat, hat in keiner Sekunde zu ihr gepasst. Weil ja, es hat sich so irgendwie lustig, süß und so girly-mäßig angehört, aber die Story dahinter ist es halt einfach nicht. Und auch wie sie sich da fast komplett nackt im Bett regelt, ne? Genau. So der Sound für kleine Mädchen und das Regeln so für kleine, geile Jungs. Das ist einfach falsch. Ja, das ist echt ziemlich falsch. Und das bei Katja so regen sie sich auf, ich guck das hier gerade mit meinen Kindern. Ja, was guckst du mit deinen Kindern, Katja? Was erwartest du denn? Und im Titel mach's mir Doggy. Was erwarten die denn? Wir haben gedacht, dass ja, genau, das Babyhund ja, rausholt. Ja. Du kriegst halt bei Katja genau das, was du eigentlich erwartest, dass du von Katja bekommst, ne? Irgendein dämliches Sexlied. Muss man ja nicht gucken, wenn man es nicht sehen will. Genau, richtig. Obwohl es bei Bibi eigentlich auch der Fall. Ja gut, aber weißt du, bei Bibi erwartest du eigentlich bei ihrem sonstigen Content jetzt eigentlich doch eher allgemein durchaus jugendfreien Content. Ja. Ja. Der Content ist ja ansonsten jugendfrei. So, zumindest was ich so mitkriege. Aber ihr Lied war halt einfach Bullshit. Weil das halt absolut gegen genau das schießt, was sie halt sonst eigentlich so fabriziert.